Meine Mom sagt immer, du kannst alles werden, was du möchtest. Und das hat seine Mom auch gesagt. Und er wollte ein Zoo werden. Okay, TK. Ich werde dir heute ein Video zeigen. Ja. Es trägt den Titel. Ich wusste, dass heute jetzt kommt. Guten Morgen, Leute. Guten Morgen. Jetzt darf ich so aus. Es ist früh morgens und der Annie hat mich angerufen und hat gesagt, er muss mir was Wichtiges mitteilen. Er muss mir was Wichtiges zeigen, was er gelernt hat. Und es ist nun soweit. Es klang am Telefon so richtig dringend. Es klingt auch sehr ernst. Also müssen wir auch ernst sein. Und was willst du mir denn mitteilen? Also ich habe ein sehr, sehr wichtiges Video, was ich dir zeigen möchte. Ich muss, Andy ahmt in seiner Freizeit viele Tiere nach. Ganz viele Tiere. Der hier ist so krass. Wieso trägt er diese zwei Bleistifte hinter sein Ohr? Ist das wichtig? Ist es essentiell? Cool, ist cool. Nein, es ist einfach nur sehr stylisch. Es ist sehr, sehr stylisch, Leute. Stellt es nicht in Frage. Nein, das ist so cool. Ein kranker Bauingenieur. Okay, that's really good. Give us all your sounds. Oh shit! Das ist so hart. Er übt es jeden Tag. Ab und zu nur. Oder? Jeden Tag so ein bisschen nur. Okay. Das ist krass. Der ist fucking so. Aber wie sehen das seine Lippen aus? Das sieht auch witzig das aus. Das hier? Ja. Der riskiert eine dicke Lippe. Nee. Was ist denn das? Wie machst du das, dass da hier unten so dick ist? Richtiger Frosch, das wird schon heller so. Auf. Das ist so wie so ein Luftballon, den du krass aufpustest. Und der heller wird. Stell dir vor, du kommst nach Hause und so als Kind kommst du als Mutter so nach Hause und hörst solche Geräusche aus deinem Zimmer. Denkst du, okay, was macht er da? Ich hoffe, er guckt nur Pornos. Guck mal, sein Gesichtsausdruck auf jeden Fall. Der fühlt es richtig. Der fühlt es. Ey, was mit dem durch normal, ey? Was ist der Dog on the TV just now? Damn! Digga! Was schaust du dir eigentlich in deiner Freizeit an, Alter? Digga! Was ist los bei dir? Ey, das ist voll cool, okay? Was ist der Sinn und der Zweck? Der Sinn und Zweck, dass man mit harter Arbeit alles erreichen kann. Meine Mom sagt immer, du kannst alles werden, was du möchtest. Und das hat seine Mom auch gesagt. Und er wollte ein Zoo werden. Immer wenn ich den Andy frage, so, ja, was machst du denn gerade? Sagt er immer zu mir, ich schaue gerade Videos. Jetzt weiß ich, was für Videos er schaut. Oder er sagt immer zu mir, ich bilde mich weiter. Ja, das ist das, was ich... Und dann denke ich mir, okay, er liest jetzt ein paar Bücher, aber wenn ich mir dann sowas anschaue oder wenn mir sowas gezeigt bekomme, das ist das, und das schaut er sich jeden Tag an. Ja, jeden Tag. Als Motivation. Motivation, hallo? Wenn er das schafft, dann schaffe ich das auch. Aber so ein geschlachtetes. Das ist so ein Schwein. Das ist auf der Flucht. Das
Okay. Okay, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Okay.